Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Mit diesem Vers aus dem Johannesevangelium grüße ich Sie alle sehr herzlich zu dieser Andacht zum Karfreitag. Karfreitag, da möchte man am liebsten sagen, Augen zu und durch. Ostern ist ja nicht mehr weit. Doch wer Ostern verstehen will, kommt um diesen Karfreitag nicht herum. Der Tag, an dem der Mensch Gott getötet hat, es ist vollbracht. Menschgewordener Gott, du hast dich in den Tod gegeben, um uns zu retten. Wir bitten dich, lass uns im Leben und im Sterben darauf vertrauen und so durch alle Nöte zum Heil gelangen, in Jesus Christus, der starb und wieder auferstand. Amen. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe und ihm Wein zu trinken, und er nahm's nicht. Und sie kreuzigten ihn. Sie kreuzigten ihn mit zwei Räubern, den einen zu seiner Rechten, den anderen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Und zur 6. Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und zu der 9. Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, asabtani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: Halt, lass uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut auf und verschied. Karfreitag. Jesus, Gottes Sohn, ja Gott selbst, er ist gestorben. Und nun wird er endgültig zu Grabe getragen. Dazu schrieb der katholische Priester Friedrich von Spee die Liedstrophe: O Traurigkeit, o Herzeleid.
Anlass war eine Prozession, bei der der Leib Christi symbolisch begraben wurde. Dieses Anliegen nimmt der protestantische Gelehrte Johann Rist auf und dichtet weiter. Spee und List, beide erlebten den 30-jährigen Krieg. Spee kümmert sich um Frauen, die in Hexenprozessen angeklagt wurden. Er kämpft gegen diesen Wahnsinn. Warum er sich so sehr für seine gequälten Mitmenschen einsetzt? Weil er sich das Leiden Jesu auf diese Art ganz genau anschaut. Dieselbe Geschichte, die Geschichte vom Tode Gottes, man kann sie auch anders erzählen. So ähnlich wie jener Mann, der am hellen Vormittag eine Laterne angezündet hat und dauernd geschrien hat, ich suche Gott, ich suche Gott. Wohin ist Gott? Ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet, ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder. Öffnet sich die Welt des Glaubens. Eines Glaubens, der sagt, ich glaube daran, dass Jesus in den Tod gegangen ist. Ich glaube auch, dass mich das Mitleid mit Jesus stark macht, dass es mir Hoffnung auf ein Leben macht, in dem der Tod seinen Schrecken verliert. So wie Friedrich von Spee in seiner Zeit sich an die Seite der von Menschen Gequälten und Unterdrückten gestellt hat, so tun das bis heute Menschen, die an Jesus Christus glauben. Sie gehen hin, sie helfen, sie weichen jenem Elend nicht aus, das viel zu oft von Menschen verschuldet wird. Denn diese helfenden Menschen, sie wissen, egal welches Elend durch Menschenhand angerichtet werden kann, es hat nicht das letzte Wort. Ja, der Herr der Herrlichkeit wurde durch Menschenhand ins Grab versenkt. Aber damit war eben nichts zu Ende, denn Ostern kommt unausweichlich.
Darauf dürfen wir hoffen, auch heute. Amen. Wir wollen beten. Dreieiniger Gott, du warst in Christus, in ihm hast du die Welt mit dir versöhnt. Du rechnest uns unsere Sünden nicht mehr an. Dafür hast du dich selbst am Kreuz hingegeben. Wir bitten dich für alle, die leiden, steh ihnen bei, du, dem kein Leid fremd ist. Ganz besonders bitten wir dich für alle, die vom Angriffskrieg auf die Ukraine betroffen werden, die fliehen mussten, die um ihr Leben fürchten, die vor den Trümmern ihrer Existenz stehen, die einen nahen Menschen verloren haben. Lass sie nicht allein. Sende ihnen immer wieder Zeichen der Hoffnung. Sei ihres Fußes Leuchte und ein Licht auf ihrem Weg. Amen. Und alles, was wir sonst noch auf dem Herzen haben, fassen wir zusammen in dem Gebet, das Gott uns einst gegeben hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch. Er sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch. Er schenke euch Frieden.